Allison, warte! Lass deinen Vizepräsidenten doch nicht sitzen. Nenn mir mal einen Grund. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Dafür bekommst du es mit der Pfote. Au! Oh. Bleib doch mal stehen. Das ist nur eine dumme Aufgabe. Wow. Und schon sprichst du wie meine Eltern. Wieso willst du dauernd die Welt retten, Allison? Wann wächst du aus dieser Phase raus, Allison? Sie denken, das sei nur eine Phase? Ja. Und? Es ist keine Phase, oder? Nein, gar nicht. Die Welt braucht denn echt wirklich jede Hilfe. Auch weil so viele Thundermans ihr Unwesen treiben. Was soll denn das bedeuten? Das bedeutet, du und Phoebe pisst mich an. Ihr seid beide egoistisch. Euch ist egal, was ihr tut oder wen ihr verletzt, solange ihr bekommt, was ihr wollt. Okay. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Das habe ich verbockt. Willst du sagen, es tut dir leid? Ja. Und zur Information, sowas sage ich für gewöhnlich nicht. Streng genommen hast du es auch noch nicht gesagt. Es tut mir leid. Leider ist es zu spät. Wir sind aus der UNO raus. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir gehen noch mal rein, reden mit Mrs. Austin und vereiteln den Vertrag auf faire Weise. Woher das plötzliche Interesse? Das kommt daher, weil ich weiß, wie es ist, wenn alle sagen, es wäre nur eine Phase. Dasselbe sagen meine Eltern mir auch. Was behaupten Sie denn, die coole Frisurphase? Sowas in der Art. Gut. Was sagst du? Gehen wir wieder rein? Das rocken wir. Warte, du stehst auf die Haare, hä? Bild dir nichts ein. Schön, wenn man seinen eigenen Nerd hat. Max, wenn du sowas sagst, mache ich mir Sorgen, ob du wirklich über deine böse Phase hinweg bist. Allison, ich hab's dir schon 100 Mal gesagt. Warum vertraust du mir nicht? Weil du das einzige 10-fache Covermodel vom Evil Teen Magazine bist? Hör zu, ich hab mich geändert. Ich bin nicht länger böse. Und auf diesem Cover war ich 11 Mal. Hey Leute, wir haben euch was zu verkünden. Oyster geht mit mir aus. Wir sind ein Pärchen. Achtung, Kreisalarm. Wirklich, Alter? Was? Warum sollte ich meine Freude verstecken? Ich freue mich so für euch, Leute. Kommt, setzt euch. Schätze, diese Bänke sind ein bisschen zu schmal. Keine Sorge, ich hole schnell einen Stuhl. Sollen wir ihnen sagen, was das Beste an unserer Beziehung ist? Sag du es ihnen. Nein, du. Okay, das Beste an uns beiden ist unser neuer Name, Choyster. Versteht ihr? Ich habe Cherry und Oyster zusammengesetzt. Das ist viel besser als meiner. Choyster, Rary. Hey, wenn ihr zwei Choyster seid, dann macht das aus uns Madison. Wir sollten unbedingt ein Doppeldate verabreden. Was macht ihr zwei morgen Abend? Würdet ihr mal auf die Uhr sehen? Es ist kurz nach, ich bin hier überflüssig, scheint mir. Ich verschwinde wohl besser, bevor das hier unerträglich wird. Spitzenidee. Was? Zu viert ist es lustiger als zu zweit. Oh, du bist Engel Nummer 3, hä? Ist doch cool. Du kriegst eine Perücke, ein paar Flügel, du machst Engelskram. Ja, ich habe das Stück gelesen. Schön, dass du so erwachsen damit umgehst, Max. Genauso was erwarte ich von meinem Freund. Hey, ich würde zu dir halten, egal wie winzig oder unbedeutend deine Rolle ist. Ich spreche darüber, dass du so cool bleibst, obwohl ich eine Kussszene mit Nate hab. Ich fühle, wie es blitzt. Hätte ich's mal doch gelesen. Heule, Glückwunsch. Hab gehört, Phoebe hat die Hauptrolle, so wie du es wolltest. Ja, aber Allison ist Engel Nummer 3 und sie küsst Nate. Was? Das wolltest du nicht. Und wir beide wissen, was passiert, wenn sie ihn küsst. Du darfst die Braut jetzt küssen. Hab ich schon getan. Das ist ein Albtraum. Das Essen schmeckt doch viel besser so nah aneinander.
Weißt du, ich würde gern was dazu sagen, aber ich krieg nur die Tomatensauce vom Messer. Oh, wir tauschen. Oh. Gib her, ich hab's. Es geht schon. Ich hol's. Oh mein Gott, Link, das tut mir leid. Ich hol dir Eis. Ja. Ja. Vorsichtig. Oh, da drüben steht welches. Nein, ich weiß schon wohin. Nein, es ist dahin. Meins ist der. Phoebe, was tun wir denn? Wir sammeln Erinnerungen? Nein, so habe ich das nicht gemeint. Es ist nur, ich glaube, mein letzter Tag in Hiddenville wäre viel schöner, wenn du nicht so klammern würdest. Ich versuche nur... Was? Hast du Klammern gesagt? Es tut mir ja leid, aber du hast uns in einen Zweierpulli gesteckt. Ja, das stimmt schon, aber... Okay, es ist so. Der Grund, weswegen ich überhaupt wollte, dass du den Hobby suchst, war, weil du so geklammert hast. Ich klammere? Einmal wolltest du 2 Wochen lang durchgängig meine Hand halten. Weil ich verrückt nach dir bin, Phoebe. Du warst damals in Mexiko mit deiner Familie. Ich denke, ich verstehe schon. Gut, aber wieso hast du nichts gesagt? Naja, weil ich dich nicht verletzen wollte. Link, ich bin auch verrückt nach dir, okay? Deswegen habe ich diesen Tag geplant, damit du nicht gehen willst und nicht mit mir Schluss machst. Schluss machen? Darüber habe ich nicht mal nachgedacht bisher. Und wie funktioniert das dann bitte? Keine Ahnung. Ich denke, ich war so aufgeregt, weil ich endlich ein Superheld werde, dass ich dann nur daran gedacht habe und nicht an uns. Ja, ich habe nur an uns gedacht. Ich will dich nicht verlieren. Ich will dich auch nicht verlieren. Ja. Ich rufe auf der Stelle Präsidentin Tritzo an, um das abzusagen. Nein. Nein, ich kann das nicht zulassen. Du darfst nicht nur meinetwegen deine Träume aufgeben, Link. Du warst ein toller, fester Freund. Und jetzt wirst du ein toller Superheld. Wow. Dann passiert das wirklich. Jemand in Hiddenville braucht nur meine Hilfe. Und jemand in Hiddenville muss dringend gedrückt werden. Und braucht einen Kuss. Okay. Das behalte dann ich. Leb wohl, Link. Uns bleibt immer Splatburger. Ballonbi! Wow, so langsam werde ich richtig gut darin. Nicht nur darin, Phoebe, ich lasse dich nie im Stich. Oh, ich habe nichts Beklopptes gemacht. Und was habt ihr bitte gemacht? Oh, wir waren gerade beim Imkern für Pärchen. Man sammelt süßen Honig mit seinem Süßen. Bienchen, mach mich zum glücklichsten Broseph der Welt. Und lass dich morgen mit mir am Herzbaum fotografieren. Ja, ich will, Choyster. Nein, Choyster ist eine Mischung aus beiden, nicht so wichtig. Oyster, du bist so süß. Hey, Max, warum haben wir das noch nie gemacht? Weil ich früher böse war. Was ist jetzt deine Ausrede? Ich will einfach nicht. Du wirst es tun, wenn du mir beweisen willst, dass du nicht mehr böse bist, oder wir gehen gleich zum Schlossmachbaum. Gibt es den? Willst du es rausfinden? Herzbaum, wir kommen. Oh, das fegt mich weg. Aber wir müssen auf der Hut sein. Der verrückte Farmer Ted kann es nicht leiden, wenn Jugendliche seinen Besitz durchqueren, um zum Herzbaum zu gelangen. Und deshalb hat er überall Fallen aufgestellt. Es gibt ein Gerücht, wenn er dich erwischt, verfüttert er dich an seine menschenfressenden Schweine. Wow. Freunde, Spaß und die Möglichkeit, dass Max von einem Menschenfresserschwein gefressen wird? Ich bin dabei. Du kommst mit zum Herzbaum? Mit wem denn? Phoebe! Hast du einen neuen Freund? Ja. Ach, noch mehr Gekreische. Psst, Allison, komm her. Hey Max, was gibt's? Guck mal. Gehst du auf den Ball mit mir? Dafür hast du ein unbezahlbares Stück zerstört? Das ist so romantisch. Ja, na klar. Der Ball ist in 2 Tagen. Wieso fragst du so spät? Weil du bis gestern den Ball noch boykottieren wolltest. Ja, tausende Blumen müssen sterben, nur für diese albernen Anstecksträußchen. Aber dann habe ich das perfekte Kleid gefunden. Das wird sicher ein toller Abend.
sofern ich das Anstecksträußchen abbestelle. Ja. Wo ist das Ding nur? Max? Allison? Es tut mir leid, dass ich vorhin so ein Idiot war. Ich mag dich immer noch, aber vermutlich ist es zu schräg, einen Superhelden zu... Sorry, das war der schnellste Weg, dich ruhig zu stellen. Ja! Wow, es hat dir gefallen. Nein, ich meine, ja, aber ich hab die Kugel. So, wo waren wir? Oh, das sieht toll aus. Dafür allein sollte Link nicht Hiddenville verlassen. Danke, Cherry. Lustige Geschichte über die Vorbereitung der... Oh nein, keine Zeit, da kommt Link, versteck dich! Phoebe, ich muss mich noch von meinen Eltern verabschieden, die sind so angepisst. Wow, was ist denn das? Nur unsere Liebesgeschichte. Komm, ich dachte, wir bestellen uns nach unserem tollen Tag heute einen schwarz-weißen Cookie. Weil meine Haarfarbe eben schwarz ist und deine so eher, weiß-blond. Der Punkt ist, du und ich sind eine tolle Kombi, wie ein schwarz-weißer Cookie. Oh nein, so meinte ich's ganz und gar nicht. Eigentlich ist es mir so lieber. Die Vanille schmeckt allein besser. Wirklich? Ich denke eher, dass die beiden Teile ein perfektes Ganzes ergeben, das von niemandem getrennt werden sollte. Nein, das ist Quatsch. Wie wär's mit einer Dia-Show? Oh, da sind wir im Park. Da haben wir versucht, Pizza zu backen. Und da bin ich und esse diesen Cookie vor 10 Sekunden. Wie konntest du? Psst, einfach zusehen. Wir hatten eine tolle Zeit zusammen, Link. Wie fühlst du dich dabei? Ich hatte das größte Glück. Oh. Oh, ich muss mich für meinen Flug einchecken. Oh. Gepäckstück? Kein Gepäck für mich. Ich bin gleich wieder da. Phoebe, wann ist dein neuer Freund endlich hier? Howdy, Boo. Gideon? Yep. Ich habe kürzlich erkannt, dass Gideon alles für mich tun würde. Und das ist die Art Mann, die ich wirklich, wirklich brauche. Oh mein Gott, ihr seid Giddy Fee Bidion. Das ist richtig. Und das hier wird die beste Nacht unseres Lebens. Jay, meine Nebenhöhlen explodieren. Er ist sogar noch erbärmlicher mit Nachtsicht. Ich muss schon sagen, für eine mit Fallen gespickte Farm eines gestörten alten Mannes... Es ist gar nicht so übel. Das, was du nicht siehst, solltest du fürchten. Runter! Seht ihr? Ich sag doch, ich hab mich geändert. Der böse Max hätte euch den Reifen ins Gesicht gehauen. Folgt mir. Ist das nicht toll, dass wir so zu sechst unterwegs sind? Nur Liebespärchen, eine schöne gerade Anzahl an Rädern. Ehrlich gesagt, mir scheint dein Rad ist ein wenig wackelig. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Hilf mir bitte!